Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von forexhome.de. Das ist das Forex Morning Statement, der Forex Marktausblick für den Tag. Nun ja, in der Griechenland-Thematik gab es auch am Wochenende wieder keine Einigung. Das dürfte ja so ziemlich jeder mitbekommen haben. Es dominiert ja die Printnachrichten und natürlich auch die Nachrichten im Fernsehen sehr, sehr stark, diese ganze Griechenland-Thematik. Aber wie gesagt, bis jetzt kein Ergebnis bekommen. Wir haben heute nochmal eine Zusammenkunft der Eurogruppe um 15 Uhr etwa. Und ja, möglicherweise dürfte es so langsam, aber sicher mal jetzt irgendwie eine Einigung geben. Wir lassen uns überraschen. Auf jeden Fall hat es den Euro jetzt relativ kalt gelassen. Also im Gegenteil, er stabilisiert sich sogar weiter. Wir hatten zwar ein kleines Gap gesehen, aber ja, davon sind wir jetzt prinzipiell erst einmal ausgegangen. Auch in den Indizes ist ja immer so dieses ja auf Nummer sicher gehen über das Wochenende. Und dementsprechend sehen wir auch in den Indizes immer ja seit den letzten Wochenenden immer regelmäßig einen Down Gap und dementsprechend auch in den Yen-Paaren momentan eben die Gap Closes. Und ja, schauen wir dann auf jeden Fall mal rein in den DAX und in den Euro. Was gibt's zu sagen hier im Wirtschaftskalender? Wir haben ein paar schlechte Daten am frühen Morgen aus China bekommen, aber durch die Exporte und Importe hat sich das Ganze mit der Handelsbilanz wieder ausgeglichen. Wir können auch mal auf den Chart schauen der Handelsbilanz und da sehen wir schon für das letzte Jahr, wenn wir mal draufklicken, das hält sich alles recht stabil, muss man sagen. Ist jetzt kein massiver Einbruch und dementsprechend ja, hat das auch die pazifischen Währungen recht kalt gelassen, gerade was jetzt den australischen Dollar oder den Neuseeland-Dollar angeht. Was gibt's noch zu sagen? Wir haben morgen Dienstag, dementsprechend findet wieder das Dienstags-Live-Webinar statt um 19:30 Uhr. Und wenn wir uns den Wirtschaftskalender anschauen, dann sehen wir, dass wir um die Zeit wirklich hier nichts im Wirtschaftskalender haben, keine Zentralbankräte, noch irgendwelche anderen wichtigen Daten und dementsprechend können wir uns ganz entspannt auf das Webinar konzentrieren. Was gibt es schon zu sagen? Wir schauen uns natürlich morgen im Webinar den Rest der Handelswoche an, was den Wirtschaftsländer angeht. Es gibt einige sehr, sehr interessante Zeitpunkte. Zum Beispiel spricht die EZB, es spricht die Bank of Japan, es die Frau Yellen, die Direktorin der Fed, die muss am Mittwoch vor dem Kongress aussagen. Und dann haben wir noch auch eine Aussage von Mark Carney von der Bank of England. Aber wie gesagt, das schauen wir uns morgen alles nochmal an. Jetzt geht es erst einmal in die Charts. Was gibt's heute noch? Ja, heute ist ein relativ langweiliger Tag, was Daten angeht. Wir haben schon aus Japan und aus China, wie gesagt, ein paar Daten bekommen, aber der Rest Eurozone nichts los und auch aus den USA erwarten wir hier absolut gar nichts außer dem Bundesetat, aber das sollte nicht kriegsentscheidend sein. Auch die Asia Session zu morgen wird sehr, sehr ruhig. Also da bitte wirklich Entspannung angesagt, beziehungsweise sollte da nichts Großartiges passieren. Alle Augen sind jetzt sowieso auf der Eurogruppe gerichtet und demnach ja eher weniger auf die untergeordneten Wirtschaftsdaten. Schauen wir in den Chart. Moment, da ist er, der Euro gegen den US-Dollar. Ich werde mal anfangen im Wochenchart, da sieht man es sehr, sehr gut. Wir hatten ja immer über die Thematik gesprochen, dass sich der Euro möglicherweise hier nachhaltig erholen könnte. Jetzt nicht auf das nächste Jahr oder die nächsten 2 Jahre gesehen, sondern auf die nächsten Wochen und Monate. Das ist vorwiegend dadurch begründet, dass wir hier diesen abwärts gerichteten Trendkanal, der ja nun mal seit den 1,40 bzw. seit Mai letzten Jahres besteht oder bestanden hat, dass dieser verlassen wurde in Form dieses aufwärts gerichteten Trendkanals. Das ist ja so eine typische Konstellation, die wir erkennen, wenn eine Trendumkehr stattfindet, wenn auch nur temporär. Und wir sehen schon, auch innerhalb der letzten Woche wurde dieser hier, gab es hier einen kleinen Fehlausbruch aus diesem Trendkanal, der wurde aber sehr, sehr schnell wieder korrigiert, beziehungsweise der Kurs schloss wieder sehr, sehr deutlich innerhalb dieses Trendkanals und der Kurs folgt demnach hier der Analyse. Die nächsten Tage, jetzt werden ja rein auf Weekly-Basis, so der Bereich zwischen 1, also
Bereich 1,15 bzw. 1,14, was haben wir hier? 1,14,10, 1,14,20, also hier diese Weekly 34er EMA und als nächste Stufe dann dieser Weekly 50er, 55er EMA bei circa 1,18. Aber das alles ist hier noch, das wird kein glatter Durchmarsch. Also ich rechne momentan damit, dass es etwas holprig wird, gerade im Hinblick dessen, dass die Griechenland-Thematik eben noch nicht ganz abgeschlossen ist. Im Daily Chart. Da sehen wir, dass der Trendkanal ja weitestgehend wieder eingeholt wurde, auch mit der Freitagstageskerze. Das war jetzt nicht das, was man sich erhofft hat, dass er hier wirklich fulminant innerhalb des Trendkanals schließt. Aber ja, die Pufferzone wurde eben wieder stark verletzt, beziehungsweise haben wir auch den Daily 50er, 55er EMA überboten. Und demnach ist das schon ein relativ schönes Zeichen von Stärke. Wenn auch nicht jetzt ganz in dem Maß, wo man sich ja absolut wohlfühlen könnte, aber er hatte auf jeden Fall noch eine Chance. Wir haben ja auch diese abwärtsgerichteten Trendlinien, die sich hier langsam aber sicher formieren. Das sind so die nächsten Targets, also Daily 144er EMA und Daily 200, 237 EMA. Das wären die nächsten Long Targets. Auf dem H4 konnte er sich auch wieder relativ gut stabilisieren. Wir sehen das hier, ein Downgap zur Eröffnung der neuen Handelswoche von ungefähr 45 Pip, also sehr, sehr überschaubar und konnte sich auch an dieser markanten abwärtsgerichteten Trendlinie bzw. an diesem H4-Trendlinienbündel wieder sehr, sehr schnell stabilisieren. Was er jetzt draus macht, werden wir sehen. Auf jeden Fall, wer noch nicht investiert ist, kann natürlich darauf warten, dass sich der Kurs hier nochmal in eine kleine Korrektur ergibt hier irgendwo in diesem Bereich hin, zu den 1, in den Bereich der 1,11 hin, oder aber man wartet, bis er wirklich hier einen nachhaltigen Ausbruch bringt, oder über diesen Widerstand, beziehungsweise innerhalb dieses Trendkanals schließt. Also beispielsweise, wenn er jetzt bis zum 144er EMA hier in dieser dünne orangene EMA, wenn er bis dahin kommt, hier wirklich wieder innerhalb des Trendkanals schließt, können wir auf den Retest innerhalb dieses Trendkanals warten, auf die Trendkanalunterkante, und man könnte sich dann dementsprechend dort positionieren. Also man muss jetzt hier nichts unbedingt überstürzen und jetzt denken, oh Gott, wenn es hier kracht, dann rennt mir der Chart davon. Außerdem hat man dann natürlich die Gewissheit, dass schon etwaige Signale geliefert wurden. Dann ein schneller Blick in den DAX hier, in den deutschen Leitindex. Ja, ist ja grundsätzlich jetzt erstmal der Analyse gefolgt. Das heißt, er ist hier wirklich weiter schön short performt. Er hat ja diese 11.600er Marke damals getroffen. Das war unsere Clusterzone. Punktgenau, und ist dann hier zum Ziel beim Daily 237er EMA gestürzt, so um die 930, 940 Punkte. Mittlerweile wieder stark geholt. Okay, darüber hatten wir gesprochen. Es ist nun mal ein abwärtsgerichteter Trendkanal und demnach kann er den auch in seiner kompletten Größe austesten. Es ist jetzt nicht wirklich viel passiert. Ich weiß, ich habe schon wieder gelesen in den Nachrichten, der DAX erholt sich schon wieder nachhaltig, aber momentan ist es noch nicht passiert. Also wir brauchen auf jeden Fall Schlusskurse außerhalb dieses Trendkanals, beziehungsweise auch oberhalb dieser 11.006-Punkte-Marke, die wir hier sehen. Ansonsten ja, ist er hier weitestgehend überhaupt nicht short, es ist überhaupt nicht long, es ist einfach bloß die Konsolidierung geht hier weiter, und ich könnte mir eben durchaus vorstellen, sobald der DAX heute schließt, sobald der DAX heute eröffnet, dass wir eben erstmal einen Downgap sehen, logisch, und dann einen Gap Close, und dann sollte es hier weiter in die Tiefe gehen. Also ich bleibe weiterhin erst einmal short eingestellt grundsätzlich und rechne damit, dass wir im Laufe des Spätsommers bzw. des Herbstes dann so die 9.900, 10.000 Punkte Marke sehen sollten, und dann sollte sich mittel- bis langfristig entscheiden, wo die Reise hier hingeht, ob er sich denn dann wieder stabilisieren kann in Richtung der 12.000, 13.000 Punkte Marke, oder ob er denn wirklich hier diesen Trendkanal weiterführt bzw. auch noch short verlässt. Das wäre natürlich ein unheimlich negatives Zeichen. Momentan noch nicht so weit, aber hier von diesen Long-Bewegungen bitte noch nicht so stark überraschen lassen, beziehungsweise hier zu stark auf das Long-Knöpfchen drücken. Da brauchen wir erst einmal die entsprechenden Signale. Denkt dran, der Retest kommt zu 99%. Natürlich zum Wochenanfang auch weiterhin wichtig, der US-Dollar gegen den japanischen Yen. Bin ich irritieren lassen von diesen Spikes hier aus dem Trendkanal. Ich habe ihn hier eigentlich auf H4-Basis gezeichnet. Ich finde, da ist er am besten sichtbar, beziehungsweise am genauesten zu zeichnen. Und ja, auch hier sehen wir ähnlich dem DAX, dass hier natürlich ein starker Trendkanal vorherrscht. Er wird immer wieder auf der Unterseite und auf der Oberkante tangiert. Und ja, das sind jetzt eben noch nicht die Moves, wo man sagt, die sind von Nachhaltigkeit.
Sicherheit geprägt. Auch die IMAs sind in diesem Fall natürlich untergeordnet. Ja, das muss man ganz klar sagen. Der Trendkanal wurde noch nicht verlassen. Sollte er es tun oder wird er verlassen, wird das natürlich ein bisschen interessanter. Diese 1, ja, was haben wir hier, diese 1,2050 beziehungsweise der Daily 144er IME war ja mal als schönes Einstiegsniveau gekennzeichnet. Darüber hatten wir gesprochen. Aber ja, ich habe mich jetzt hier nicht engagiert. Also ich muss sagen, ich habe den Short hier bis hier runtergenommen, bis der Trendkanal Uhren zur Seite. Über den hatten wir ja über die letzten Analysen gesprochen, also ungefähr diese 200 Pip. Aber hier von dieser Long-Bewegung habe ich jetzt nichts mitgenommen, weil es war mir zu unspezifisch, beziehungsweise ich möchte hier bessere Signale bekommen. Und selbst wenn er aus diesem Trendkanal ausbricht, ja, ohne uns, dann wird er den auch wieder testen. Und dann kann ich immer noch rein. Und dann habe ich vielleicht ja auf 100 Pip verzichtet. Aber wenn wir uns die Targets anschauen, die ja langfristig im Bereich der 1,35 liegen, dann sind mir diese 100 Pip dann wirklich echt egal. Und lieber warte ich dann auf die entsprechenden Signale und habe keinen Stop-Loss riskiert. Oder ja, diesen Betrag im Stop-Loss nicht riskiert. Also hier warte ich auch auf jeden Fall ab. Bin im Prinzip ja auch erst einmal weiterhin Short eingestellt. Könnte natürlich hier nochmal ein bisschen einen Fehlerausbruch machen oder sowas. Oder diesen noch offenen Gap-Close beispielsweise vollziehen, der ungefähr bei den circa 1,24, ja, hier in diesem Bereich irgendwie oder 1,2380, sowas in der Richtung passieren sollte. Hier hat es ja nicht ganz geschafft und demnach, ja, ich wäre hier sogar, wie gesagt, weiterhin grundsätzlich Short eingestellt. Stops beispielsweise überhalb des Trendkanals oder oberhalb der 1,23er Marke und in Richtung der nächsten IMAs im Daily Chart, also beispielsweise Daily 200, 237er IMA bei ca. 1,19. Das wäre dann ungefähr hier so ein Target, was in 360 Pip ungefähr entfernt liegt. Und dann können wir weiterreden, wie das Ganze hier weiterläuft. In diesem Sinne wünsche ich noch einen angenehmen Trading-Tag und natürlich einen guten Start in die neue Handelswoche.